Pokémon Gelbe Edition oder besser gesagt Pokémon Gelbe Pika Edition. Ja, wer hätte es gedacht, dass wir uns an dieser Stelle nochmal wiedersehen zu einem Let's Play. Ich habe ja auch in Community Tab eine Umfrage dazu gemacht und ich hätte niemals damit gerechnet, dass so viel mehr für Ja sind, weil ich bin halt einfach kein Pokémon-Kanal, das ist halt Fakt, ich bin halt eher ein Dwangboy-Kanal. Darum hat mich das halt wirklich sehr überrascht, dass wirklich sogar die Mehrheit von über 80 Leuten immer noch für Ja waren, weil ich habe ja bei gestern, bevor ich schlafen ging, war es noch bei 68 Voting-Stimmen, jetzt über 80 und halt immer noch für Ja. Und das Ja ist sogar noch mehr gestiegen. Das hat mich auf jeden Fall sehr überrascht, weil ich hatte echt richtig Bock auf das Let's Play hier, oder ich habe halt immer noch natürlich Bock. Ich will natürlich alle Editionen durchmachen. Mit Pokémon Gelb fangen wir an, dann Pokémon Kristall, dann Pokémon Smaragd, dann Pokémon Platin und halt so weiter natürlich. Außer Gen 8 kann ich, denke ich mal, nicht machen und ja, weil ich habe keine Capture Card. Vielleicht hole ich mir irgendwann einen oder so, aber bei Pokémon Schwert und Schild ist es ja irgendwie so, dass es irgendwie auch gesperrt wird wegen der Musik oder sowas. Keine Ahnung. Jedenfalls, fangen wir auf... Ups, Controller ist ausgegangen. So, dann fangen wir auf jeden Fall mal an zu den ganzen Themen. Dazu komme ich gleich, wenn wir das Anfangsgelaber durch haben. So, erstmal neu. Tempo, langsam, nein, natürlich nicht. Schnell, Kampf, ja. Perfekt. So, dann fangen wir an. Ach, es ist einfach so schön, mal wieder ein Let's Play zu machen. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Verdammtes Alzheimer. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den, genau, Pokémon-Professor. Wissen wir doch. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Menschen nennt. Für manche Pokémon sind Leute Haustiere. Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus und gewinnen Geld dabei. Selbst wenn sie 10 Jahre alt sind, so wie wir. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon, Menschen. Wie lautet dein Name? Ja, wir bleiben natürlich bei Ash. Nein, natürlich nicht. Ihr kennt's doch. Ich benenne mich immer in Xemnas. Wir können ja leider kein Mädchen auswählen, sonst würde ich das machen, weil ich nehme halt irgendwie immer das Mädchen. Aber so. Darum, sonst würde ich mich... Okay, wie habe ich mich immer in der weiblichen Xemnise? Oder wie habe ich mich immer in der weiblichen Form genannt? Obwohl, nee, ich habe gleich mich auch selbst, wenn ich Mädchen genommen habe, Xemnas genannt. Ich habe natürlich auch die Lautstärke und so alles angepasst, weil ich habe eben gerade wegen Sound und so geschaut. Meine Stimme und Sound, Spielesound müsste man ja eigentlich perfekt hören. Dies ist mein nutzloser Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Aber ich weiß, du tust es eh, weil er seine Pokémon nicht lieb hat. Habe ich euch jetzt gespoilert? Wie war noch gleich sein Name? Ja, wie nenne ich ihn? Verdammt! Ich habe ja auch hier ein Testdokument hier an der Seite gemacht. Hier habe ich auch ein paar Themen diesmal gemacht, damit ich das irgendwie nicht zum Labern habe. Da habe ich mir gar nicht den Namen für den Rivalen überlegt. Oh, wie nenne ich den jetzt? Oh, verdammt. Ach komm schon, was soll's. Ich nenne ihn einfach Gary. Sorry, fürs nächste Mal überlege ich mir einen Namen. Ich hätte natürlich jetzt auch auf Pause machen können oder Aufnahme stoppen und mir einen kurzen Namen überlegen können, aber was soll's. Gary, stimmt. Es lag mir auf der Zunge. Und das kann man irgendwie auch falsch verstehen. Xemnas, eine unglaubliche Reise in die Welt der Menschen erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer, Trauer und, ja, und Geheimnisse. Sorry, mir ist nichts weiter eingefallen. Kurz gesagt, ein Dream wird wahr. Und wir sind gleich geworden, eine kleine Pixelfigur. Ich bin gar nicht niedlich. Xemnas spielt Super Nintendo. Verdammt, ich will nochmal eine Switch. Okay, die Reise kann beginnen. So. Erstmal natürlich holen wir uns den Drang natürlich auf dem PC ab. Wir kennen es ja. Items aufnehmen. Drang her damit. Ja, gib her mein PC. Bestimmt auf Windows 98. So, dann können wir auch mal zu den Themen kommen. Das erste ist, ich will natürlich mit allen Leuten hier reden. Wirklich allen. Weil ich habe einfach richtig Bock darauf, einfach alles hier in den Spiel zu machen. Ich werde, denke ich mal, auch jedes Pokémon fangen, also jedes neue Pokémon fangen, was uns hier begegnet. Mutter. Richtig, irgendwann gehen alle Jungen fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Nein, wirklich, Mutti. Professor Eich, wo bist du? Auch ich ziehe Pokémon auf. Wenn sie stark sind, können sie mich beschützen.
Ja klar, eine Taube und eine Ratte können dich beschützen. Natürlich, ist ja klar. Ja, ich meine, das ist Fakt. So. Hey Dicker, die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon oder Items via PC lagern und wieder abrufen. Diese Technik heutzutage. Ich will immer noch eine Switch. So. Haus von der Schwester. Als ob Gary schon Haus hat. Ich meine, der ist 10 Jahre alt. Hallo Xemnas. Gary wartet in Opas Labor. So, dann können wir auf jeden Fall zu der Partlänge kommen. Partlänge habe ich mir ehrlich gesagt keine Länge überlegt. Ich schätze mal so 20, 25 Minuten. Ich hatte mir ja sogar wirklich am Anfang überlegt, dass ich halt pro Part immer ein Ohren mache. Aber dann würden die Parts halt wirklich ein bisschen zu lang werden, weil so der Part 1 Ohren 1 kommt, ein Part 2 Ohren 2 und dann halt bis Part 9, da würde dann, denke ich, da würde dann halt die Siegestraße in Top 4 kommen, aber ach, ich bin ehrlich, ich glaube, das würde viel zu lang werden. Es würde bestimmt ein, zwei Leute geben, die bestimmt das gleich an ein Stück schauen würden, mit ein bisschen so nebenbei essen oder so, keine Ahnung, aber nein, das wäre, denke ich mal, einfach zu lang. Warte, geh nicht raus! Eine Taube oder eine Ratte könnten dich umbringen. Oh, das war knapp. Wilde Ratten und Tauben leben in hohem Gras. Ja, die sind auch so gefährlich. Vielleicht ist das hier eine Zombie-Apokalypse. Und da haben wir ihre Pikachu. Ah ja, und ich spiele hier natürlich keine Randomizer oder sowas. Und ich mache hier auch keine Nuzlocke. Ich bin davon halt kein Fan. Ich will das Spiel halt ganz normal einfach durchspielen. Wunderbar. Pikachu wurde gefangen. Yeah. Level 5. Puh. Ah, wilde Menschen können jederzeit auftauchen. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Nein! Ey, dieser Opa, was hat er mit uns vor? Was will er mit uns machen? Nein. Nein, ich bin nur erst 10 Jahre alt. Achso, du willst uns nur ein Pokémon geben. Opa, ich will nicht länger warten. Oh, Gary. Du bist früh dran. Du solltest erst noch später kommen. Tja, wir werden halt... Das ist halt auch irgendwie so komisch. Wir werden vor seinen eigenen Enkel bevorzugt. Da sieht man halt einfach, wie sehr er seinen Enkel nicht mag. Naja, egal. Warte einen Moment. Erstmal ist Xemnas dran. Er ist wichtiger. Siehst du dort den Ball auf den Tisch? Hallo, das ist ein Porgeball. Soll ich hier jetzt der neue Professor werden oder was? Xemnas? Ja, wie gesagt, habe ich gerade erklärt. Das ist ein Pokéball. Ja, das habe ich doch gerade erklärt. Wiederhol doch nicht meine eigenen Worte. Darin befindet sich ein Pokémon. Ja, Evoli. Ich schenke es dir. Nimm es dir ruhig. Halt, Opa. Und was ist mit mir? Na, hab einen Moment Geduld, Gary. Ich gebe dir später auch eines. Ja, so gemein. Ich will auch ein Pokémon haben. Ich werde ein besseres Pokémon haben als du. Nein, wirst du nicht. Aber du wirst deins entwickeln können. Aber dazu kommen wir später. Ja, okay, den Eimer können wir nicht anreden. Aber egal, dann mache ich das. Nichts, nur Abfall. Und manche Dinge tut man besser nicht. Naja, Er hat mich gehauen. Ei, dein Enkel ist böse. Nein, ich will dich, Pokémon. Gary schnappt sich das Pokémon. Was soll das? Bitte, Opa, ich möchte dieses Pokémon. Oh, okay, behalte es. Keine Sorge, ich habe das schon geplant. Xemnas, du kriegst das Bessere. Behalte dieses Pokémon. Es ist deines. Ich hätte dir sowieso eines gegeben. Vielleicht ein Raupi, das einen Ewigstein hat. Aber hier haben die Pokémon natürlich noch kein Item, dass man kein Item zum Tragen geben kann. Darum würdest du den Ewigstein nie sehen. Und nebenbei, dieses Raupi hätte Tackle vergessen lassen. Hier gibt es zwar noch keinen Attackenverlerner, aber du hättest nur Fahnenschuss. Xemnas, ich habe noch ein Pokémon gefangen. Ich gebe es dir. Allerdings ist es ein ungezähmtes, wildes Pokémon. Xemnas erhält ein Pikachu. Möchtest du Pikachu einen Spitznamen geben? Da komme ich gleich zu. Okay, was heißt gleich zu? Dazu komme ich jetzt zu. Spitznamen, bin davon halt kein Fan. Sowas mache ich halt in Livestreams oder so. Ja.
Und warum ich mich nicht für Livestream und so entschieden habe, ich habe halt einfach ganz normal Bock, halt gemütlich Parts aufzunehmen, ohne Livestream oder so. Ich habe halt einfach Lust darauf. Sorry für die Leute, die halt lieber Livestreams von mir sehen. Ihr könnt ja die Parts ja trotzdem schauen, wenn ihr überhaupt bis hierhin geschaut habt. Nein, ich möchte keinen Spitznamen geben. So. Und natürlich, schauen wir uns unser Pikachu mal an. Pikachu. Na, ich habe den Spielersound jetzt ein bisschen leise, weil ich habe den ja in den Boxen an. Ich habe keine Kopfhörer oder so, wenn ich ins laut mache. Denn, naja, würde man es halt doppelt irgendwie im Mikrofon hören. So ist halt denn für mich besser. Elektro. Typ 1 Elektro. ID-Nummer. Irgendwas. Angriff. Ah ja, hier war ja damals hier Spezialangriff und Spezialverteidigung noch in 1. Dorner, Sock und Heuler. So. Okay, das ist noch alles geblieben. Ja, komm schon, können wir hier mal speichern. Ah ja, und ich speede hier auch nicht. Ich spiele ganz normal. Weil Speeden muss nicht unbedingt sein. Ach ja. Wir haben 3000 Porke-Dollar. Wie viel das wohl in Euro sind? 3. So, warte mal, was wollte ich noch gerade schauen? Ah ja, genau. Item. Nee, so. Okay. Ja, mein Pokémon sieht viel stärker aus. Nein. Wenn du auf ein wildes Pokémon triffst, dann kann dein Pokémon dagegen kämpfen. Geh danach in die nächste Stadt. Ah ja, genau, hatte ich das gerade eben gesagt. Speichern werde ich, denke ich mal, immer nur am Ende des Partys. Nicht, dass es irgendwie rumspinnt und dann, ja, was verloren gegangen. So. Warte, Kimmlach, lass uns... Okay, lass damals noch mit SZ. Lass uns unsere Pokémon testen. Kommt schon, ich fordere mich heraus. Nein, obwohl, was soll jetzt? Ist das so leicht, das ist doch nur gierig. Sorry, ich muss kurz was trinken. Wasser für die Kehle. Gary möchte kämpfen. Ihr setzt Evoli ein. Oh, ist das nicht niedlich? Verbrennen wir es. Eigentlich hätte ich lieber Heule einsetzen sollen, aber wir haben ja einen Trank. Oh oh, Rutenschlag. Ich meine, es bewegt sich ein bisschen und dadurch sinkt unsere Verteidigung. Ist das nicht unlogisch? Unlogisch, Mann, wir haben Glück. Die Glücksfee ist auf meiner Seite. Okay, Evoli macht das uns zu leicht. Außer es macht jetzt gleich, es überlebt noch einen Donnerschock, es macht Tackle und einen Volltreffer. Das wäre nicht so gut. Was? Es hat echt noch überlebt. Okay, ich glaube schon, dass wir einen Tackle von den ausgehalten hätten. Es sei denn, es wäre wirklich Volltreffer. Und Level 6. Yeah. Und wir erhalten auch lernen auch Rudenschlag. Ja, okay, warum nicht? Das ist sowieso... Obwohl, können wir vielleicht für später gebrauchen. Wie unmöglich. Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Nein, hast du nicht. Evoli ist nice. Du bist halt ein schlechter Trainer. Was dein Opa, Achtung, Spoiler, am Ende des Spiels sagen wird. Okay, ich werde mein Pokémon trainieren, damit es stärker wird. Opa, wir sehen uns später. Ja, ja, ja. Wenn ihr euch gefragt habt, was das war, das Evoli hat geweint, weil es den als Trainer hat. Wie bitte? Schau dir das an. Es ist seltsam, aber dein Pikachu mag scheinbar keine Pokebälle. Es muss dich so begleiten. Dann ist es auch glücklich. Du kannst mit ihm sprechen und merkst dann, ob es dich mag. Natürlich mag es mich, oder? Na, jetzt schläft es noch. Zu den Bildern hier der Pokémon komme ich gleich. Aber erstmal hier ganz kurz noch mit allen Leuten reden. Ich bin Professor Eisgehilfe. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Oder die Pokémons. Nein, Spaß, keine Sorge, ich höre schon damit auf. Ja, okay, der sagt genau dasselbe. Nicht so. Professor Eich ist für Pokémon eine Kapazität. Unter Pokémon-Trainern genießt er ein sehr hohes Ansehen. Ja, mit 3 Pokémon Level 5. Es gibt ja auch diesen Glitch, wo man ja wirklich ja gegen Professor Eich kämpfen kann. Obwohl, kriegen wir jetzt schon die Karte? Hallo, Xemnas Gary. Nein, er wartet nicht in Professor Eichs Labor. Nee, nee, nee. Ah ja, und dann natürlich das hier noch. Haus von Xemnas. Yeah. Alabastia, dich erwarten aufregende Abenteuer. Yeah, ganz genau. So,
Dann können wir ja auch mal zu den Themen kommen. Erstmal zu den einen, das hatte ich auch gerade aufgeschrieben. Aber es ist mir zum Glück nochmal eingefallen. Und Pikachu mag uns nicht. So, und das muss ich aber hier mal ganz so wirklich erwähnen. Ich finde es halt wirklich nice, dass man Pikachu reden kann. Und das ist halt so halt kleine, wie soll ich das sagen, kleine Gesichter oder Gesichtszüge und sowas macht. Ob es so mag oder nicht, später bis zu den ganzen Herzen und so. Und ich finde irgendwie schade, dass es nur in Pokémon Gelb der Fall war. In keiner anderen Edition sonst. Ich meine, so erstmal noch einen Trank kriegen wir. Hi, ich arbeite da in Pokémon Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Vertania City. Am besten, ich gebe dir ein Werbegeschenk. Hier, bitte. So. Ja, ich fand's halt irgendwie schade, dass dieses Feature nur bei Pokémon Gelb der Fall war. Okay, gut, dass jetzt ein Kampf kommt. Zum Beispiel, in Pokémon Heart Gold, Soul Silver folgen einen auch einen wieder die Pokémon. Aber da war es halt überhaupt gar nicht, dass man halt so mit den Pokémon reden... Okay, man konnte halt mit denen reden, aber es gab halt keine Gesichtszüge hier, wie es bei Pikachu der Fall war. Das fand ich halt wirklich so schade. Weil die hätten... Okay, die hätten das ja nicht unbedingt bei jedem Pokémon machen müssen. Aber ich meine, diese Gesichtszüge hätten sie halt zumindest für die Starter machen können. Aber die haben es ja nicht mal dafür gemacht. Das ist halt irgendwie... Warum einfach? Siehst du die Stufen hier? Du kannst nicht hinaufklettern, dafür aber hinunterspringen. So kommst du viel schneller nach Alabastia zurück. Ja, und man kann nicht an diese 5 cm Stufen wieder hochklettern. Ja, natürlich. Ja, das fand ich halt so schade, dass es halt nicht mal für die Starter-Pokémon gemacht haben. Für Feuerriegel, Kanemani, Endivio. Ich meine, das hätte ja so wie ein Pokémon Mystery Dungeon sein können, weil da ist es ja auch so, dass hier die kleinen Bilder und so gezeigt werden, die Emotionen der Pokémon und so. Und da, wenn sie sich entwickelt haben, dass es halt nicht mehr der Fall ist, das hätten sie da echt auch machen können. Das ist halt zumindest für die drei Starter hier so... Obwohl, dann würde es halt nicht bis zur Liebe am Ende hingehen. Ja, aber die hätten es halt für Feuerriegel, Iglava, Tonopto, Kanemani, Tyrakrok, Impagator, Endivie, Lorblatt und Meganie zumindest machen können. Für diese neuen. Ich meine, das wäre doch jetzt... Das wäre natürlich auch ein bisschen Arbeit gewesen. Aber ich meine, die machen komplette Spiel. Da wären diese ein paar Bilder... Weil wenn sie jetzt, keine Ahnung, jedes 5 hat und so, aber das wäre schon nice gewesen. Aber dass sie dafür zu faul waren, das war ein Heart Gold Soul Silver wirklich ein bisschen sehr, sehr schade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag uns immer noch nicht. Schlief. So. Und Tipps für Trainer. Die Attacken der Pokémon werden durch ihre Angriffspunkte AP limitiert. Um die AP wieder aufzufüllen, musste die Pokémon in ein Pokémon Center bringen. So. Ach, so schön. Ich liebe halt einfach diese Grafik. Schade, dass nicht nochmal ein Pokémon Game in dieser Grafik-Engine kommt. Klar, es gibt viele Fangames, aber so ein richtig offizielles Game, das wäre doch einfach mal wieder nice. So, diese Pokébälle an deinen Gürtel zeigen mir, dass mit SZ du Pokémon besitzt. Ja, es ist klasse, dass man jederzeit mit SZ Pokémon tragen kann und einsetzen kann, nicht wahr? Ja. So, und was ihr natürlich auch schon seht, ich versuche es auf jeden Fall zu machen, ihr seht hier endlich mal auch einen Rahmen, das habe ich glaube ich auch noch nie gemacht. So, möchtest du etwas über die zwei Raupen-Pokémon erfahren? Es gibt mehr als zwei. Und das Beste von den ganzen Raupen-Pokémon ist und bleibt das süße Waumpel. Ach, Waumpel ist so süß. Und ja, ich bin wirklich ein Waumpel-Fan. Das ist kein One-In-Gag oder sowas. Ich mag Waumpel wirklich sehr, sehr gerne. Raupi ist nicht giftig, aber Hornju, achte auf seinen Giftstachel. Keine Sorge, darauf achte ich schon. Ey, kommst du aus Alabastia? Professor Hedge schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Da ist auch kein Weed drin oder sowas. Da ist halt etwas anderes drin. Sam selbst Professor Eispaket. Professor Weed sollten wir ihn lieber nennen. Der Laden hat endlich wieder Gegengift vorrätig. Dieser Laden führt viele Gegengifte. Es gibt doch nur ein Gegengift. Ah, grüße Professor Eich von mir. Ach, stimmt, ich kann ja noch nichts kaufen. Schade. Oh, ich liebe diese Musik einfach.
Pokémon-Center kannst du mit verletzte Pokémon, besiegte Pokémon heilen. Nein, wirklich. Und was wir bei Pokémon Gelb hier, bei Pokémon Gelb sind ja auch ein paar neue Sachen so, wie zum Beispiel Jesse James, dazu kommen wir natürlich später noch, Pikachu läuft danach und ein Scharnierer aus dem Pokémon Center. Es gibt in dieser Stadt ein Pokémon Center. Dort behandelt man deine Pokémon kostenlos. Ja, wäre auch dumm, wenn es was kosten würde. Du kannst den PC in der Ecke dort drüben heute benutzen. Darauf hat man mich am Empfang freundlicherweise hingewiesen. Willkommen im Kabelclub. Wir treffen gerade die Vorbereitungen. Bitte warte. Ach ja, Pokémon tauschen so schön, aber ich mochte es damals nicht, weil man hat so nur Gengar, Geowatz und Machomai bekommen. Ja, und ich sag Machomai, nicht Machomai. Machomai klingt so bescheuert. Aber natürlich nichts gegen die Leute, die das natürlich Machomai sagen. Aber ich bleib ganz klar bei Machomai. So. Puh, ich versuche meine Notizen auswendig zu lernen. Bin ich wichtig, gesagt. Okay, ich hör schon auf. Hör schon auf. Gesagt, dass Pokémon zahm werden, wenn man nett zu ihnen ist. Ich glaube, so hoch soll ich die Stimme lieber nicht machen. Okay, okay. Lies sorgfältig den Text auf der Tafel. Keine Sorge, Leute, das lese ich nicht. Ich schätze mal, das kennt ihr alle. Das... Nein. Nein, einfach nein. Ups. Nein. Ah, Pikachu aus dem Weg. So. Vertania City, das immergrüne Paradies. Yeah. Und zu den Opa kommen wir gleich. Oh ne, kommen wir jetzt schon. Großvater, sei nicht so gemein. Er hat, hatte noch keinen Kaffee. Fun Fact, das wurde hier natürlich geändert. Ich schätze mal, das wissen halt viele. Aber vielleicht gibt es ja Leute, die es noch nicht wissen, aber in Japan ist er halt, hatte er nicht seinen Kaffee, sondern er ist besoffen. Du kannst jetzt nicht zurück. Das ist ein Privatgelände. Hick. Ja, gib dir noch endlich sein Bier. Mein Papa mag Pokémon auch sehr gerne. Willi, da, bei Willi muss ich echt immer an den von der Top 4 denken. Gold, Silber, Kristall. Lol, wie der Schild oben gerade so richtig aufgeploppt ist. Es macht Spaß, sich mit Spitznamen auszudenken, aber ja, es erfordert viel Einfallsreichtum. Einfache Namen kann man sich leichter merken. Ja, sieht man das jetzt nochmal? Und müsst ihr oben oder auf das Schild achten? Ja, das ploppt so richtig auf. Lol. Lol, was war das gerade für ein Soundbug? Habitag, Spitzname Willi. Was war das gerade für ein Soundbug? Ich hoffe, das habt ihr auch gehört, oder? Eine Karte. Ach ja, die legendäre Karte. Und Pikachu, bist du schon ein bisschen glücklicher? Ach, ich werde sehr oft mit Pikachu reden. So, ja, zu den Community-Partling, Rahmen kam hier auch schon, Testdokument, das hatte ich ja gerade erwähnt, dass ich immer rechts an der Seite hier, weil hier mir gemütlich immer Themen aussuche. So, dann kommen wir auch zu Team-Pokémon. Da weiß ich ja noch nicht, was ich nehme. Da lasse ich mich wirklich überraschen, ich weiß es halt noch nicht. Ich würde, denke ich mal, 6 Pokémon trainieren. Also Pikachu auf jeden Fall, das ist ja klar. Pikachu werde ich auf alle Fälle trainieren. Komm schon, ich will noch einen Gegner haben. So, sehr Pikachu. Dann werde ich, denke ich mal, auf jeden Fall Glumanda, Bisasam und Shiggy trainieren. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal 4 Pokémon. Dann dachte ich erst Nidoking noch, aber Nidoking ist halt so 0815. Na, ah, dann habe ich mich... Lol, das ist Level 6. Ah, Taubos wäre halt auch eine Idee. Am liebsten würde ich jetzt dieses Taubs jetzt fangen, weil er schon Level 6 ist. Aber zurück zu Nidoking. Nidoking werde ich, denke ich mal, nicht trainieren, weil das ist halt so auch so 0815. Ich hatte auch überlegt, Ibitak zu trainieren, weil... Fun Fact ist für die Leute, die noch nicht wussten, Pokémon Gelb. Da hatte ich mein erstes Pokémon auf Level 100 trainiert und das war tatsächlich ein Ibitak. Und Level 7. So, und dann kommen wir auch... Hatte ich das eigentlich... Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das erwähnt hatte oder nicht. Es wird keine Nuzlocke werden. Ich bin halt von Nuzlocke nicht wirklich ein Fan. Ich will das Spiel halt ganz normal durchspielen, obwohl ich glaube, das hatte ich schon gerade eben gesagt, oder? Und jetzt habe ich alle Themen auf meine Liste durch. Und bestimmt hatte ich auch noch ein Thema, aber das ist mir dann bestimmt... Wenn es, das ist halt bei mir auch immer so ein Fall. Ich habe ein Thema im Kopf und wenn ich es dann aufschreiben will, dann vergesse ich es. Und dann, wenn ich fertig bin, dann fällt es einem wieder ein. Kennt ihr das auch, wenn ihr, sag ich mal, am PC seid?
Euch fällt nicht ein, was ihr machen wolltet. Ihr fahrt den PC runter und genau in diesem Moment fällt euch das ein. Das ist bei mir auch schon so oft passiert, dass ich einfach den PC dann runtergefahren habe, mich hingelegt habe und dann, dann ist es mir eingefallen. Ja, kommt schon noch ein Pokémon. Ich will sehen, ob Pikachu halt einen Sieg kriegt. Ach stimmt, es hat ein Level-Up. Da hätte ich doch mit Pikachu reden können. Also. Naja, was soll's. Eine kleine Ratte. Oh nein. Pikachu. Ich hatte auch, das hat ja auch nicht mal hier reingeschrieben. Kennt ihr das, wenn man einen kompletten Blackout hat? Ich hatte gerade was im Kopf. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen. Alter, sowas hasse ich. So, Pikachu. Ja, Pikachu, ich kann nicht verstehen. Dieser Kampf war komplett langweilig für dich. Ich verstehe es. Und jetzt? Oh, noch nicht. Pikachu mag uns immer noch nicht. Schlief. Wie geht es dem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Du musst mit SZ wieder als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Ja, mehr als dein Enkel, der bestimmt gleich kommen wird. Du hast etwas für mich? Übergib Professor Eich das Paket. Ach, auf diesen Spezial-Pokéball, den GS-Ball, warte ich schon lange. Danke, Xemnas. Ich möchte dich noch bitten, mir einen Gefallen zu tun. Opa. Opa, mein Pokémon ist stärker geworden. Schau es dir an. Nein, kein Interesse. Ach, Gary, du kommst nicht zur rechten Zeit. Ich wollte gerade mit der Person reden, die ich mehr mag. Mehr als meinen eigenen Enkel. Was? Verdammt, jetzt habe ich aus dem Weg gedrückt. Nein, um mir einen großen Gefallen bitten. Sorry. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir. Den Pokédex. Er erfasst mit SZ automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Ah ja, genau, ihr könnt ja auch in den Kommentaren Themenvorschläge machen, worüber ich so reden soll. Das wäre sehr nett, wenn ihr was vorschlagen könntet, worüber ich halt so reden sollte. Xemnas und du nicht, diese beiden sind, dieser ist für euch. Ja, du kriegst auch einen Gary, sonst holst du wieder rum die ganze Nacht wie ein kleines Mädchen, ich kenne dich. Nein, Opi, das ist nicht wahr. Halt einen Pokédex von Professor. Schon wieder dieser Soundbug. Ich hatte das ehrlich gesagt, diesen Soundbug hatte ich noch nie. Sehr, sehr komisch. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt und zu grau. Nee. Ja doch, ach egal. Ich schaffe es einfach nicht mehr. Ja, du hast doch noch drei Pokémon Level 5. Obwohl, hier eigentlich nur eins. Das ist noch bitterer. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa. Überlass mit SZ. Es mir ruhig mir. Xemnas, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Eigentlich ist das alles mein Text. Ich brauche deine Hilfe nicht. Ich hab's. Ich leih mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie keine geben. Düke wird uns trotzdem eine Karte geben. Xemnas, überall in dieser Welt erwarten dich Pokémon. Pikachu braucht uns immer noch nicht. Nein, nicht heulen, das ist Garys Aufgabe. Schwester, gib uns noch eine Karte. Opa hat dich um einen Botengang gebeten? Hier, das wird dir weiterhelfen. Xemnas erhält eine Karte. Sehr schön. So, dann will ich auch noch ganz kurz zum Pokédex kommen. Es hat mich halt einfach immer als kleines Kind so gestört und es stört mich halt heutzutage immer noch, dass man halt, ich gehe auch noch weiter in die nächste Stadt, dass man halt nicht alle Pokémon in einer Edition fangen kann. Das hat mich so sehr gestört. Mich stört es halt auch immer, dass immer zwei Editionen kommen. Warum kann ich eine Edition sein, wo man alle Pokémon fangen kann? Und ich hasse persönlich Pokémon, die sich nur durch Tausch entwickeln, halt Gengar, Geowatz, Machomai, Sherox, vor allen Dingen Stalos und was es nicht noch alles gibt, halt Stalos, Sherox, die und dass man halt Metallmanteln geben muss und dass sich dann entwickeln.
Mir kotzt es halt einfach so an, dass es nicht einfach eine Edition gibt, wo man alle Pokémon fangen kann. Weil so habe ich halt einfach auch nicht den Drang, alle Pokémon zu fangen. Weil ich würde es halt so gerne mal einfach ein Spiel haben, wo man wirklich alle Pokémon kriegen kann, ohne tauschen, dass es dafür halt Items gibt wie in Fangames. Und dass man halt alle Pokémon in einer Edition fangen kann. Aber nein. Oh, das wäre halt einfach so schön, weil so würde ich halt wirklich... Ich habe das damals ja auch bei Pokémon Smaragd, mein Let's Play von damals gemacht, habe ich wirklich jedes einzelne Pokémon auch gefangen, was neu war. Und naja. Ich würde, denke ich mal, hier auch alle Pokémon uns fangen. Die gehen. So. Nein, komm schon. Obwohl, wir können jetzt gleich... Jetzt müssen wir gleich auch ein Level steigen. Ich muss mir auch noch ein paar Pokébälle kaufen. Oh, ich bin dann überlegen, was trainiere ich? Also ich habe ja auf jeden Fall schon mal 4 Teammitglieder. Taubos wäre halt auch nice, aber Taubos ist halt auch nicht unbedingt das Stärkste. Oder es... Alter, was ist mit diesen Soundbugs auf einmal los? Ich hoffe, das stört euch nicht so sehr. Ja, wie gesagt, Taubos erlernt halt großartig nichts. Weil seine stärkste Attacke... Okay, Himmelsfeger... Aber so eigentlich Flügelschlag. Nein, ich wollte doch mit Pikachu sprechen, wenn ich einen Sieg habe. Wenn man Pokémon besiegt hat, dann... Obwohl, ist jetzt schon Level wieder gestiegen? Ach, komm schon, ich will noch ein Level Abjagen haben. Und natürlich auch Pokébälle fangen. Pokébälle kaufen. So. Ah, das war das, wurde ja auch damals verbessert, wenn man runterklickt. Dass es automatisch die Menge kommt, die man maximal so haben kann. Ich kaufe, ja komm schon, 10 Stück. Tränke, na ich habe 2 Tränke, das reicht. Paraheiler brauche ich aktuell eigentlich nicht. Feuer, okay, brauche ich eigentlich nicht. Ich verstehe nicht, was mit diesen Soundbugs los ist. Ah ja, ich muss das ja auch gerade eben hier einstellen, irgendwie als sie irgendwie, ich nehme ja immer noch mit Fraps auf. Das irgendwie, konnte ich irgendwie gar nicht aufnehmen, denn da irgendwie eine Einstellung hier bei Videooptionen. In OpenGL oder so eingestellt. Dann hat es aufgenommen. Da konnte ich aufnehmen. Aber dann war es irgendwie nur Schwarzbild, warum auch immer. Und ja. Dann bei der nächsten Einstellung irgendwas mit 3D oder was habe ich eingestellt. Dann konnte ich das Bild dann so aufnehmen. Vielleicht liegt es ja auch irgendwie an dieser Einstellung. Ich weiß es nicht. 31, sehr schön. Richtiger 31er. Und Donnerwelle, sehr schön. Was uns leider nichts nützt für die erste Arena. Ich glaube, ich werde Smetbo trainieren. Ich habe irgendwie Bock auf Smetbo. Ah ja, oben werden, seht ihr auch die Pokémon, die ich hier alle so habe. Da werden aber nur die Pokémon reinkommen, die, denke ich mal, auch die Teammitglieder sind. Oder soll ich da wirklich alle reinmachen, die ich fange? Oder die ich gerade im Team habe? Nee, ich denke mal, ich werde da nur Teammitglieder reinmachen. So, Pikachu und... Ja! Geht doch! Endlich mag uns Pikachu. So, Leute. Aber das war's mit dem ersten Part. Ich würde mich natürlich wie immer beim Däumchen nach oben freuen. Das wäre wirklich sehr, sehr nett. Und wie gesagt, schlagt auf jeden Fall Themen vor, worüber ich so reden soll. Also Pikachu, was sagst du jetzt? Ach, Pikachu ist glücklich. Ich glaube, das nehme ich als Thumbnail. So, Leute, ich hoffe, wie gesagt, euch hat der Part gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bye, 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 bye.